Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es um mein Want-to-Read für den Juli gehen. Ja, wir sind jetzt schon im Juli, Wahnsinn. Heute ist der 1. Juli. Ich habe aber, da das unser Urlaubsmonat ist, habe ich jetzt erstmal sozusagen mein Must-to-Read zusammengestellt, also Rezensionsexemplare teilweise. Und den Rest der Bücher wollte ich dann mal freigestalten. Da ich ja dann, wenn wir eine Woche wegfahren, eh keine Rezension schreiben kann, da wir da kein Internet haben, kann ich dann genauso gut auch mal Bücher von meinem Sub lesen, wo ich ja genug Auswahl habe. Und deswegen zeige ich euch jetzt erstmal die Bücher, die ich außerhalb des Urlaubs lesen möchte. Habe mir jetzt 8 rausgesucht und stelle euch die jetzt einfach mal vor. Und wenn ihr die auch gerade zufällig lesen wollt, dann könnt ihr euch gerne melden. Ich lese immer gerne Bücher mit Leuten zusammen, ne? Und ja, ich fange einfach mal an. Zum einen habe ich mir vorgenommen von Marie Kubica oder Kubica, Don't You Cry, Falsche Tränen, ist ein Thriller, jetzt im HarperCollins Verlag erschienen, für 14,99 €. Hier muss ich mal eben gucken, worum es noch ging. Eines Nachts verschwindet die junge Studentin Esther spurlos aus ihrem Apartment in Chicago. Die Mitbewohnerin findet nur einen mysteriösen Brief, der sie vor die Frage stellt, wie gut sie die vermeintlich brave Frau wirklich kennt. Dann steht hier noch, was ist eigentlich aus dem Mädchen geworden, das vorher mit Esther zusammen gewohnt hat? Je mehr sie erfährt, desto mehr bringt Quinn sich in tödliche Gefahr. Und als Überschrift steht Mitbewohnerin, Freundin, Mörderin. Also hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Hat 384 Seiten. Und das Cover finde ich auch richtig cool, muss ich sagen. Ja, ich bin mal gespannt. Ihr werdet es ja erfahren. Dann ein Buch, was ich wahrscheinlich heute direkt anfangen werde. Das ist auch nicht so dick. Das hat ja, so 270 Seiten. Und zwar von ja, Kanal Minato, Geständnisse, ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen. Und da habe ich schon einige Rezensionen von gesehen. Und hier geht es um die Lehrerin Yuko Moriguchi. Die kleine Tochter ist ertrunken. Und ja, sie tritt vor ihre Klasse. Und dann steht hier, setzt damit unter den Jugendlichen ein tödliches Drama in Gang. Kaneo Minato erzählt eine faszinierend verstörende Geschichte um Schuld und Rache, Gewalt und Wahnsinn. Ich habe da schon viel Gutes über das Buch gehört und möchte das jetzt einfach auch schnell lesen. Es hat ja auch nicht so viele Seiten. Und ja, bin ich mal gespannt drauf. Hat einer von euch das Buch schon gelesen? Würde mich mal interessieren. Dann ein New Adult Roman, wo mich die Leseprobe schon total fesseln konnte und ich auch schon sehr gespannt bin. Das Cover ist auch sehr ähnlich wie die Kalendergirl-Reihe, wie ich finde. Und zwar von Kirsty Mosley, Fighting to be Free, nie so geliebt, ist im Mira Taschenbuchverlag erschienen für 12,99 €. Und hier geht es um einen Bad Boy, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und sie ist eine Tochter aus gutem Hause. Und als sie sich treffen, verändern sich ihre Leben für immer. Das ist auch eine neue Reihe, wenn ich das richtig habe. Ich weiß nicht, ob das hier steht. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es der Auftakt einer neuen Reihe ist. Und ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das wird so eine mehr locker leichte Lektüre sein, denke ich, im Gegensatz zu den anderen beiden. Dann habe ich noch bekommen von L. Kennedy den dritten Teil von dieser, ich weiß gar nicht, wie die Reihe sich noch nennt. Irgendwie hatte die Reihe einen Namen, aber Off-Campus-Reihe. Auf jeden Fall ist das der dritte Teil, The Score. Der erste Teil war The Deal und der zweite The Mistake. Die habe ich beide gelesen, haben beide 4 Sterne von mir bekommen. Ja, und das ist jetzt der dritte Teil. Und hier geht es um Dean und Ellie.
Und ja, ist halt auch so eine New Adult-Geschichte. Ist im Piper Verlag für 9,99 € erschienen und hat um die 415 Seiten. Ich finde das immer echt witzig, wie unterschiedlich dick die Bücher sind. Bei dem hätte ich jetzt gedacht, das ist ein 300-Seiten-Buch und beim anderen ein 700-Seiten-Buch, obwohl es 500 Seiten hat. Das ist echt ganz unterschiedlich vom Verlag her. Die Broschierten, die wirken sowieso oft wuchtiger, als sie eigentlich sind, finde ich. Dann habe ich schon ein etwas älteres Buch trotzdem als Rezensionsexemplar, da mich die Autorin angeschrieben hatte, ob ich ihr neues Buch rezensieren möchte. Und da habe ich zugestimmt und dann habe ich geschrieben, dass mich das erste Buch von ihr auch sehr interessieren würde, alleine vom Titel her. Und das hat sie mir dann zugeschickt als Printausgabe. Das neue Buch habe ich als E-Book bekommen. Und das alte ist, Ist das Liebe oder kann der weg? Und den Titel finde ich einfach nur genial. Das kann ja nur lustig werden. Ist im Bastei-Lübbe Verlag für 8,99 € erschienen. Und die Überschrift ist auch sehr witzig. Bis zum Richtigen küsst man sich so durch. Also es hört sich sehr lustig an. Ich lese so lustige Frauenlektüre ja eher selten, aber zwischendurch mag ich das total gerne. Und das kann ich mir auch vorstellen, im Urlaub zu lesen. Und ja, freue ich mich sehr drauf. Wird jetzt auch im Juni gelesen. Oh, ich komme mit der Zeit einfach nicht mehr mit, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe letzte Woche, ich kann es gar nicht laut aussprechen, weil das für mich einfach unfassbar ist. Ich habe letzte Woche meine Tochter im Kindergarten verabschiedet. Also sie hatte Kindergartenverabschiedung. Sie wird jetzt ein Schulkind. Unsere Kleine, die Große kommt ja jetzt ins Dritte und die Kleine kommt zur Schule, die ist 5. Und ich komme mit der Zeit einfach nicht mehr mit. Ich weiß noch, wo sie gerade laufen konnte. Und jetzt kommt sie zur Schule. Ja, Entschuldigung, dass ich abgeschweift bin, aber das musste ich mal loswerden. Also für mich ist die Zeit, die rast. Ich werde nächstes Jahr 40. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist, wirklich. Ja. Nur mal eben so nebenbei. So, dann habe ich einen dicken Klopper wieder mal. Ich habe ja jetzt im Juni hatte ich mehrere dicke Bücher gelesen, obwohl das ja gar nicht so mein Ding ist. Jetzt habe ich hier auch wieder zwei liegen im Juli. Ja, ich hoffe, ich komme da durch. Das eine ist von Nora Roberts, Die Stunde der Schuld. Ist im Bien Valley Verlag erschienen, ist ein Hardcover. Und hier steht zu, sie änderte ihren Namen, sie änderte ihr Leben, aber jemand will sie nicht gehen lassen. Hier geht es um Naomi, sie war 11, als sie ihrem Vater eines Nachts in den Wald folgte und macht dort eine grausige Entdeckung, die ihr Leben völlig auf den Kopf stellt. Ich finde, das hört sich wahnsinnig interessant an. Ich bin noch am Zweifeln, ob ich es lese oder höre, weil es halt so dick ist. Aber irgendwie werdet ihr auf jeden Fall was davon hören. Dann ein Buch, was ich mir im Juni schon auf die Liste gesetzt hatte, und das war das Einzigste, was ich nicht geschafft hatte, hatte aber auch andere noch dazwischen geschoben, ist auch ein dickes Buch mit fast 600 Seiten, 590. Die Schatten von Race Point ist im Bien Valley Verlag für 9,99 € erschienen. Und es interessiert mich sehr. Das wird jetzt auch eines der ersten Bücher von diesem Stapel sein, die ich lese. Eine Liebe, die stärker ist als das Leben. Ein dramatisches Ereignis, das alles für immer verändern wird. Und das spielt 78, also zu meinem Geburtsjahr. Und das möchte ich auch auf jeden Fall jetzt bald lesen. So, und das Letzte, was ich hier noch auf dem Stapel liegen habe, da habe ich schon angefangen zu lesen. Und zwar von Caroline Hagebölling, Der Brief. Da hat mich die Leseprobe schon total faszinieren können. Ist im DTV Verlag erschienen für 14,90 €, was ich schon sehr teuer finde für so ein dünnes Buch. Es hat nur 224 Seiten. Und hier geht es um Marie, sie ist Journalistin, lebt mit einer Frau zusammen. Und bekommt einen Brief, der gar nicht sein kann. Er kommt von ihrer alten Schulfreundin. Ja,
die ihr vom Leben in Paris schreibt, was aber gar nicht sein kann, weil sie weiß, dass diese Schulfreundin noch in dem Heimatort, also in dem Ort ihrer Eltern lebt und ja, Marie halt auch nicht in Paris lebt und vor allen Dingen auch nicht mit einem Mann, der eine Galerie führt. Alles sehr mysteriös. Also ich muss sagen, bisher komme ich wahnsinnig schnell durch das Buch durch. Der Schreibstil ist toll, es ist sehr interessant, sehr packend. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also das werde ich, denke ich, in den nächsten Tagen durchhaben oder wahrscheinlich sogar noch heute, weil es so dünn ist. Und ja, das ist so mein fester Plan für den Monat Juli. Alles andere werdet ihr dann ja im Lesemonat sehen. Und ja, wie immer freue ich mich über eure Kommentare, würde mich auch sehr über Abos freuen, wenn ihr meine Videos nicht mehr verpassen wollt. Nach dem Urlaub wird es auch ein 300-Abonnenten-Special geben, denn es ist das passiert, wo ich schon langsam nicht mehr mit gerechnet hatte. Ich habe endlich die 300-Abonnenten-Marke geknackt. Es hat bei mir ja auch nur 2,5 Jahre gedauert. Andere haben das in 2 Wochen oder 2 Monaten oder zumindest in einem Jahr. Bei mir dauert es halt ein bisschen länger, deswegen freue ich mich umso mehr. Es wird auf jeden Fall eine Verlosung geben. Es macht bloß nicht viel Sinn, das jetzt vor dem Urlaub zu machen. Deswegen werde ich das nach dem Urlaub in Angriff nehmen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ich würde sagen, das war's von meinem Want-to-Read für den Juli. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!